sondern wieder gesund. Darf Peter Parkholt alte Weggefährten begrüßen. Schließlich liegt er als Aufsteiger vor der letzten Runde im Grunddurchgang mit seiner Mannschaft vor Rapid. Bei den Kärntnern ist Pink wieder mit dabei. Die Mandeln sind wieder in Ordnung. Und Rapid beginnt erstmals in der Liga mit Heimkehrer Yusuf Demir. Und mit ihm auch viel frische Offensive von Anfang an. Erste Minute, dann ein Fehler von Ljubicic. Und pfeilschnell spielt das aus der Klagenfurt von hinten heraus. Timosi Andersson, da versucht er einmal querzulegen, dann ist es zu spät. Zweimal steht Aibu im Weg, da ist gerade einmal eine gute Minute absolviert. Dann Eckball mit Krüll. Bisschen gestochen und Ljubicic, auch den Ball trifft er nicht ordentlich. Er ist am Anfang so ein bisschen im Blickpunkt des Geschehens. Anfangsphase sehr, sehr offensiv, sehr energisch, Rapid, viel Nachdruck. Demir mit dabei, Krüll, dann läuft Ljubicic wieder perfekt ins Loch und besserer Schuss, der dritte schon hier, aber das ist dann eben doch knapp vorbei. Das alles in diesen ersten 10 Minuten etwa. Wie aus einem Guss dann dieser weite Ball. Und das ist Zimmermann. 1:0, Viertelstunde genau absolviert. Der 20-Jährige in seinem zweiten Bundesligaspiel bekommt diese feine Vorlage von Stojkovic. Die Gegnerschaft mit Mara und Gesos nicht ideal. Auch Menzel im Tor nicht und er macht seinen ersten Bundesliga-Treffer. Aber auch die Kärntner immer frisch drauf, nah am Mann, sehr energisch. Und immer wieder auch mit Patrick Greil, der viel für die gefährlichen Sequenzen, Vorlagen zuständig ist. Dieser Schuss aus dem Hinterhalt, Gewissi Basi, gar nicht schlecht, aber nicht platziert genug. Niklas Hedl zur Stelle. Gute Partie, gute erste unterhaltsame Partie. Nerven sind angespannt, Vorteile für das Team von Ferdinand Feldhofer. Aber auch hier ein bisschen schlampig beim Wegspielen, Kreil bleibt da mit dran. Timosi Andersson wieder, gute Reingabe, das wäre was für Pink, Markus Pink. Da hat er den Meter Platz, aber setzt den Ball da deutlich drüber. Ja, 1:0 zur Pause in einer flotten Partie. Leichter Diskussionsbedarf mit Schiedsrichter Eisen, aber es war eigentlich nichts. Und dann die erste Szene nach Wiederanpfiff, die gehört auch wieder. Den Klagenfurt dann ganz fein hier. Pink, aber er scheitert an Hebel. Es wäre ohnehin abseits gewesen. Da sehen wir Pink, der schon ein paar Zentimeter vorne ist. Aber immer wieder Gefahrenmomente beim Aufsteiger. Der auch hier den Ball wieder gut hereinbringt. Das ist Greil selber mit einem Schuss. Aber auch da wird nichts raus. Denn schauen Sie selber. Eine klasse Abwehr. Prachtreflex von Hill. So, dann übernimmt wieder Rapid das Kommando mit Krüll. Kann den Ball behaupten, Zimmermann. Und auch der sitzt, 57 Minuten. 2:0, Doppelpack für den Amateur von vorgestern. 4 Tore in der zweiten Liga und hier ein Doppelmack in diesem so wichtigen Spiel im Grunddurchgang, letzte Runde. Leicht abgefälscht, der Ball noch von Saravania. Aber das hat er ganz souverän und trocken gemacht, nicht lang gefackelt. Und damit knappe Stunde gespielt. Es wird unruhig auf der Kärntner Bank. Manchmal ist man über dem Strich, manchmal drunter. Es tut sich was auch auf den anderen Plätzen. Und der Doppeltorschütze, der darf dann sich feiern lassen. Bernhard Zimmermann mit seinen beiden Treffern. So, dann Teuf. Noch kein Tor in der Liga international einmal. Und hier in der Liga heute hier Andi Querler. Man weiß, es wird eng. Chance, die nächste, das ist für einmal jetzt Wimmer gewesen, der hier noch schon in der Endphase der Partie die Möglichkeit gehabt hätte, dran zu bleiben. Und dann Begeisterung hinten, obwohl vorne die Chance vergeben.
aber es tut sich was auf den Nebenschauplätzen. Die Klagenfurter plötzlich wieder überm Strich, wieder mit in der Meisterrunde. So, 95. Minute und das ist die Erlösung von Ferdi Treuff. Sein erstes Tor, das 3:0, der Endstand in dieser Partie. Erster Ligatreffer für den Niederländer. Fein gemacht. Schaut er kurz auf, dann wuchtig selber drauf. 3:0 gewinnt Rapid. Zimmermann verewigt seinen ersten großen Erfolg als Profi. Und das bisschen Zittern bei den Klagenfurtern hat bald ein Ende. Auch sie haben es geschafft in die Meisterrunde der Bundesliga. Das Interview von Martin Lang. Ja, ich bin froh, dass mir der Trainer wieder das Vertrauen gegeben hat und ich denke, ich habe es recht gut zurückgezogen. Ich sage immer wieder, also wir sind Rapid und müssen daheim gewisse Partien einfach gewinnen. Und ich glaube, heute zum Beispiel war es eine Partie, wo du da gewinnen musst. Und ja, wenn du die Partien gewinnst, dann bist du da oben dabei. Und heute haben wir das auch gezeigt. Und ja, jetzt haben wir in der Meistergruppe und natürlich ist da jetzt wieder einiges mehr möglich. Man kann nur wirklich Glückwunsch, Gratulation der Mannschaft, den Fans, dass wir als Aufsteiger unter die ersten sechs sind, mit wirklich einer wirklich tollen Herbstsaison. Auch im Frühjahr muss ich sagen, die ersten drei Spiele nicht verloren, 5 Punkte gemacht und trotzdem ist jetzt mein letzten Spieltag einfach eng geworden. Rapid heute mit einer souveränen Leistung. Jetzt kann man sich für die Meisterrunde dann ein neues Ziel definieren. Und erstmal, seitdem die Playoffs wieder eingeführt wurden, gibt es jetzt im Frühjahr auch Wiener Derbys. Also sowohl die Austria als auch Rapid spielen oben. Gratulation aber auch an Austria Klagenfurt. Zwischenzeitlich war man schon weg. Die Klagenfurter können sich bedanken bei Gregory Wüterich, beim Sturmspieler, der den Ausgleich erzielt hat gegen Ried. Aber schauen wir uns einmal die Ergebnisse dieser 22. Runde an. Salzburg gewinnt bereits gestern 4:0 gegen Altach. Hartberg verliert daheim gegen Tirol 0:1. Wolfsberg gegen den LASK 1:0. Die Admira verliert gegen die Wiener Austria 1:2. Ried gegen Sturm 2:2 und Rapid gegen Austria Klagenfurt 3:0. Und das ist die Abschlusstabelle nach dem Grunddurchgang. Salzburg ganz klar voran vor Sturm. Sturm hat also wirklich noch Rang 2 übernommen vor den punktegleichen Wolfsbergern. Die Wiener Austria auf Rang 4, Rapid hat sich noch auf Rang 5 verbessert, Klagenfurt auf Rang 6 und unterhalb des Striches, also nur im Abstiegsplayoff. Die Räder, was sagt der Trainer, was sagt Robert Ibitzberger dazu? Ich bin schon enttäuscht, also ich muss ja nicht immer so zeigen, aber es war dann schon nach Schlusspfiff, war das dann schon, ja, es hat schon richtig weh. Aber nichtsdestotrotz, also ich muss als Trainer, glaube ich, auch eine gewisse Vorbildwirkung haben und ganz klar sagen, okay, heute ist richtig schwer, aber ab Mittwoch, wir haben jetzt 2 Tage frei, einen Kopf freibringen und für uns einfach sofort einen neuen Fokus legen und positiv nach vorne schauen. Innerhalb von wenigen Tagen Freude und Leid, also bei den Innviertlern Einzug ins Cupfinale und heute also es nicht geschafft, man spielt. So sieht dann die Tabelle aus in der kommenden Woche, wenn es dann losgeht mit der Meistergruppe. Es führt Salzburg mit 27 Punkten vor Sturm und Wolfsberg mit 18, die Wiener Austria mit 16 und damit jeweils 15 Punkten Rapid und Klagenfurt. Wie sieht es unten aus mit den Punkten? Ried mit 14, der LASK mit 12, Tirol 11, Hartberg ebenfalls 11, die Admira 10 und mit nur 6 Zählern Alter am Tabellenende. Some